ein Biber bei der Arbeit. Eine ausgewachsene Weide kann er innerhalb weniger Stunden fällen. Und über 100 davon pro Jahr. Er nagt nicht den ganzen Stamm durch, sondern nur so weit, bis der Baum instabil wird. Danach zieht er sich rasch zurück und wartet, bis der Wind den Rest besorgt. Jetzt geht es darum, handlichere Stücke aus dem Stamm zu schnitzen, um sie leichter zu transportieren. Auch das Netz aus Kanälen, in denen er sich bewegt, hat er selbst geschaffen. So kann er gut geschützt bis weit in die Wälder vordringen, denn im Wasser ist er weit schneller als an Land. Außerdem lassen sich schwere Lasten viel leichter transportieren. Um solche Wasserwege zu schaffen, baut er Dämme. Die müssen regelmäßig ausgebessert werden, vor allem jetzt. Setzt erstmal der Winter ein, hat der Biber dazu keine Möglichkeit mehr. Das Geräusch von fließendem Wasser ist der Impuls, der den Biber aktiv werden lässt. Eifrig stopft er die Löcher mit Ästen und Schlamm. Dieses Mal sucht er sich kleinere Äste aus. Die braucht er nicht zum Bauen, sondern als Futtervorrat für den Winter. Er verankert sie am Grund des Teichs. Er muss gut vorsorgen, denn wenn der See in wenigen Wochen zugefroren sein wird, kann er keine Zweige mehr transportieren. Aber seine Vorratskammern unter dem Eis wird er nach wie vor erreichen. Der junge Elchbulle, dem frische Zweige auch munden, würde gerne von der Arbeit des Bibers profitieren. Doch er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Im Herbst kann es sich keiner leisten, bestohlen zu werden.